Im geheimnisvollen Thailand, der Heimat der tödlichsten Sportart, wartet die gnadenlose Härte. Zwei gegen einen, ne? Na gut, dann seid ihr nicht chancenlos. Interpol hat mir heute einen Besuch abgestattet und mich um eine Leihgabe ersucht. Und Sie sind der Glückliche, mein Freund, denn ich habe vor, Sie rüberzuschicken. Was meinen Sie denn mit rüber? Ich wette sowas wie New Jersey. Nein, ein bisschen weiter als Jersey. Thailand. Es wird behauptet, der Tod in diesem Film ist real. Das feuert die Leute natürlich unheimlich an. Wir haben sehr gute Geschäfte gemacht. Aber um die Nachfrage zu sichern, muss jemand getötet werden. Ein Polizist aus New York dringt ein in diese geheime Welt des dampfenden Dschungels von Thailand. In der Verkleidung eines Kämpfers. Seine Mission trägt nur einen Namen. Rache. Hey, von Knüppeln war nicht die Rede. Ein altes Sprichwort sagt, der Erfolg kommt durch Schmerz. Ich habe 10 Jahre lang gesucht. Der Tod lauert hinter jeder verdammten Ecke. Aber ich werde nicht ausweichen. Ich habe keine Angst. Dann hast du eine Chance gegen Khan. Wenn man auf seinen tödlichsten Feind trifft, gibt es keinen Gewinner oder Verlierer. Nur Leben oder Tod. Diesen tödlichen Gegner kann er nur bezwingen, wenn er den Ring ohne Furcht betritt, mit der endgültigen und absoluten Bereitschaft zu sterben. Nur ein Mann wird den Ring lebend verlassen und dieser Mann ist der König der Kickboxer.